Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Brenkitsch Cooks. Heute zeige ich euch, wie ich meinen Nudelsalat zubereite. Für den Nudelsalat benötigen wir folgende Zutaten. Wir brauchen natürlich Nudeln, Bohnen, Mais, Erbsen, saure Gurken, die ich vorher noch klein geschnitten habe, Schmand, ungefähr 2 Löffel, Mayonnaise, auch 2 Löffel, 2 hart gekochte Eier, 2 Gurken, die ich vorher noch geschält habe, Tomaten, grünen Salat, 1/4 von einem Kohl und Gewürze, Oregano, Salz und Knoblauchgewürz. Als erstes schneide ich das Gemüse. Ich schneide die Gurke in kleine Quadrate, danach die Tomate, den grünen Salat und den Kohl. Nachdem das Gemüse klein geschnitten wurde, gebe ich alles in eine größere Schüssel. Nun gebe ich noch die Nudeln zum Salat und mische alles miteinander. Danach gebe ich noch die restlichen Zutaten dazu. Mische den Salat noch einmal durch. Und gebe auch noch die gekochten Eier dazu. Es fehlt nur noch das Dressing und der Salat ist fertig. Nun gebe ich in eine Schale den Schmand, die Mayonnaise, die kleingeschnittenen Gurken, ein wenig Wasser aus den Gurken, Gewürze und mische alles miteinander. Jetzt, wo das Dressing fertig ist, gieße ich ihn über den Salat. Ich mische ihn noch ein letztes Mal durch und fertig ist er. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen und dass euch mein Rezept gefallen hat. Bis zum nächsten Video. Tschüss!